An der letzten Emission habe ich ja Probleme beim Heckenschneiden, besonders längs Feld und Velosphäre hingewiesen. Eine Reihe Rückmeldungen haben mir konfirmiert, dass auf vielen Plätzen am Land Hecken auch diese Winter euch massakriert zu gehen. Dafür habe ich den Gestionär vom Naturschutzsyndikat Sikona, den Herr Ferner Klopp, um Informationen zum Thema Heckenschneiden längs Feld gebeten. Der Sikona schneidet an über 40 Gemengen alle Jahre über 350 Kilometer lang längst Feldwehr. Dafür ein echt froh, als Heckenschneiden längst wie Naturschutz. Längstwehr muss ein Hecken nicht aus Naturschutzgründen geschnitten gehen, als Längstwehr schneiden muss aus Entretiensgründen, für das Wehr einfach abbleiben, weil das auch eine gesetzliche Verpflichtung von den Gemengen ist. Und dafür vor mal längst Gemengenwehr eben alle Jahre mit diesem Schneidcap für die Wehr freizuhalten. Weil du kein oder am Anfang überhaupt kein Naturschutzmaßnahme hast, weil einfach ein Maßnahme hast, für die Hecken und für die Wehr freizuhalten. Hecken lernt Geweh schneiden, ist also kein Naturschutz. Es sind also rein Aussprüche von Inhalt. Wie weit versteht ihn du in der Freihalten? Ein Heck wies schon nicht viel ersehen, ist also kein direkt Gefahr, dass so ein Weh direkt zuwiesst. Gehen da Bestimmungen, Regeln, wenn ich ein Heck lernst du halt wie muss geschnitten gehen oder wen hat das Problem, wenn Hecken etwas Männer lernst du wie geschnitten gehen? Da gibt es keine Regeln, da steht noch am Gesetz kein Maß und das muss alles so. Wir probieren natürlich halt Vorbund freizuschneiden, aber wir müssen auch davon ausgehen, dass während dem Jahr, je nachdem wie die Vegetation, wie der Rehen und so weiter, alles ist, dass das schon einen halben Meter bis einen Meter auch nachwiesst, also nachwiesst. Und wenn dann, das hätten wir schon, das tun wir auch regelmäßig, dass dann am Sommer Leute anrufen oder Gemengen anrufen und so, und dann wäre es schon im Zug gewusst. Und dafür schneiden wir am Winter eben relativ so normal zurück, für das noch den ganzen Sommer und die ganze Zeit, bis der nächste Hirsch frei bleibt. Das heißt, die Leute, die verlangen, dass Hecken unbedingt während der Weh alle Jahre geschnitten wird. Ja, also die Leute reklamieren auch einfach, was sie den anderen Kunden also da nicht geschnitten gehen. Das können sie gut fanden oder nicht, aber das kriegen wir von den Gemengen dann die ganze Zeit auch gesagt. Und dafür schneiden wir einfach systematisch alle Jahre Gemengen Weh von unseren Mombas-Gemengen alle gut. Hecken lernst Weh, ihn also. Für alle Diskussionen und Probleme aus dem Weg zu gehen, alle Jahre geschnitten. Auch bei Wehr, Velosphäre, die über 4 Meter breit sind. Auch da, von einer breiten Randstreif, nirft wie am Heck aus. Dabei wissen Heckenpflanzen ganz unterschiedlich. Es sind einzelne Heckenpflanzen wie Weiden, Akazien, Heckenrose oder auch Bremen, die mal mehr oder je nachdem an der Weh wissen. Auf der anderen Seite, wissen die meisten Heckenpflanzen schuss während ein paar Wochen, von Mitte Mai bis Ende Juni. Die Hefe ist ein wichtiges Heckenpflanz bei uns, der Weißdach Mulleputz, wiesst nicht viel an der Breite. Wir sind nicht Heckenmänner, ob einer gesamten Länge, wenn wir punktuell schneiden. Wir haben auch noch nicht ein Detail, ob da ein Weg steht neben dem Weißdach und dann gibt man das Weg schneiden, der Weißdach kann ihn auch wissen lassen. So am Detail, das ist dann noch technisch nicht möglich. Für die 350 Kilometer an einem Jahr, an einer Wintersaison, jetzt die 5. Mai vom 1. Oktober bis zum 1. Februar können zu schneiden, müssen wir einfach Gas gehen und da gehen wir alle gut geschnitten. Und ob du da ein Weid hast oder ein Rosenstrauch, die gewriffen wussten oder vielleicht auch weiß, der nicht so viel gewussten, so am Detail können wir das in dem Moment nicht gucken. Wir fahren einfach mit der Maschinenlampe die Gesamttag. Voilà, und du hast du da geschnitten. Am Januar 1990 war ich selber ein von zwei Arbeiter, den beim Naturschutzsyndikat Sikona die Aufgabe angeholt hat, praktischen Naturschutz professionell zu verrichten. Es war eine Naturschutzaufgabe für damals acht Gemengen, die kurz wiederum diesen absolut neuen Gemengensyndikat gegründet hatten. Die erste, am ersten Arbeiter, die ab Anfang Januar 1990 vom Sikona gelegt zu gehen, war auch dann nicht nimmer mehr für allem Hecken schneiden. Die erste Maschine, die der Naturschutzsyndikat sich angeschafft hat, war ein Traktor mit einer Heckenscheuer.
Auch demnach, als vom 1. Oktober bis 1. Februar all der an den Mambas-Gemengen Hecken geschnitten gehen. Auch demnach, als viel lernst wir, darin auch der Willersfee auf der Erdlin an der demnächer Gemeng nach Künzig, Haut, Kärsching, Hecken geschnitten gehen. Ich schon auch hier lernst diese Willersfee selber eng 17 Jahre lang all Wander Hecken geschnitten. Oder wo für so erbichten verantwortlich. Tecke schneiden als demnächst nie ob so eng extrem erderweis wie an diesem Jahr von der Gemeinde Kärsching selber schnitte gehen. Auch demnächst vor den Druck aus der Servicetechnik oder Gärtnerservicen von der Gemeinde immer groß für so viel wie möglich zu schneiden. Es war aber immer auch klar, dass den Hecke schneiden seitlich lernst du wie nimmer gerechtfertigt ist, wenn das unbedingt notwendig ist, auf 4 bis 6 Meter von einem Weh-Wäsch ein Heck zu schneiden, wie das hier an der Gemeinde Kärsching, macht absolut keinen Sinn. Der Naturschutzsyndikat Zigone hat demnach wenig Personal wie Maschinen zur Verfügung und Hecke schneiden war insgesamt ein aufwendig, aber mit viel Handarbeit verbunden Arbeit. Es soll also immer probiert gehen, Landwirtschaft so viel wie möglich an Hecke schneiden mit anzubannen. Daneben hat der Naturschutzsyndikat Zikone auch probiert, seine Erfahrungen und Wissen und Gemengen, Verwaltungen an Interessierte weiterzugehen. Geldmittel waren demnach für Naturschutzprojekte alles ähnlich wie eine Selbstverständlichkeit. Nimmer durch ein effizient und fachgerecht Arbeit konnte Zikone viel Gemengen an Bauern beweisen, dass Naturschutz an der Landschaft möglich ist. Haut geht oft behauptet, es gäbe ja viel Naturschutz gemerkt gehen. Ja, es stehen zwar für den Naturschutz viel Geldmittel zur Verfügung, mit Geld allein sich nicht direkt auch für Naturschutz. Der Naturschutz hat das Problem, dass oft da für Naturschutz am dringendsten wir an den ausgeräumten Landschaften nach immer wenig Naturschutz möglich ist. So wie die Gestionär vom Sikona Masot können sie ja nicht mehr durchschaffen, wo der Proprietär hinter den Akkord gehen hat. Und das ist natürlich an verschiedenen intensiv genutzten landwirtschaftlichen Terrain schwer. Daneben fehlt immer mehr eine Akzeptanz, einfach an unserem Alter ein bisschen Natur zuzulassen oder die Schönheit von der Natur überhaupt zu erkennen. Das ist auch der Grund, wir werden sich immer im Leid bei Gemengen beschweren, dass ein Heck muss geschnitten gehen, Gras gemäht muss gehen und weiteres. Schut. So gehen oft wenig Stimmen, Meinungen durch für den Pflegeaktivismus, das ganze Jahr überall an unseren Landschaften zu lancieren. Ich meine, wir probieren ja die Leute auch über Informationspanelen oder über das Internet auch nutzubringen, dass eben natürlich nicht etwas, kein englischer Wursatz an etwas überpflegtes. Mit der Natur eben auch etwas Wolles ist und etwas, was nicht so gepflegt ausgesagt. Aber bon, das ist ein Mentalitätswandel, den aber langwierig und schwierig ist. Und es gibt einfach Leute, die, das geht schon bei den Pestiziden, bei den Herbiziden, die Gemengen am öffentlichen Raum nicht mehr dürfen ersetzen. Und wo dann aber Leute anrufen, dass irgendwo am Ritz vom Trottoir nach drei Helm Grasfüssen, die müssen die Gemeinde rausrappen kommen. Ein von den Punkten, was für die Gemeinde dann auch gut erbischt ist, das sind ja die Rückmeldungen von den Leuten. Wenn sie keine Reklamationen kriegen, dann ist das schon mal ganz positiv. Und dann muss ich ja sagen, dass ich auch Leute, die sich melden und sagen, hey, da hat er einfach eine flotte Weihe angelöst oder da hat er einen flotten Randstreifen oder was weiß ich. Das hören die Gemeinde natürlich gerne und wir probieren das dann noch publik zu machen und ein bisschen an Fenster zu stellen. Schön, dass man Naturschutz haut noch immer nicht als in der Gesamtheit gesehen. Das gesagt ihr noch hier bei deutlich. Hecken gehen auch längst leer geschnitten, wie hier längst diese Beschrank, für das hier ein Gruf, den zwar schon lange nicht mehr richtig existiert, rum kann abgerufen gehen. Dass man auf der einen Seite überall Probleme für Überschwemmungen haben und eigentlich nicht unbedingt all Wasser sollen so sehr wie möglich aus der Landschaft treiben, das ist scheinbar noch nicht so gekommen.
kann ihn diesen Absurdum verstehen oder weil es lebt auf Haus. Wir schneiden Hecken, dass wir Gruf können abheben, die während Jahrzehnten verlandet ist. Wir reduzieren so einen Lebensraum und machen also das Wasser, wie schnell aus der Landschaft auflegt. Und dann entsteht Hechwasser auf einer anderen Platz und dann renaturieren wir Bergen, die wir für Jahre genau mit so technischen Argumenten begradigt, mit tief, mit Ried und oft an Beton gelöscht tun, alles mit Steuersuchen. Das haut über 30 Jahre aus echt Sikonas-Gemengen, und der Loh über 40 sind, weiß, dass den aktiven, professionellen Naturschutz an der Gemengen einen großen Schritt gemacht wird. Allerdings, als es nach weiteren, weiter wie der Natur herum die Plätze gehen, diese braucht, für mehr Biodiversität zu suchen. Das gelingt nicht mehr von Natur. Naturschutz ist etwas wie Selbstverständliches ist. Und dazu zählt auch, dass Menschen der Fee nicht muss immer Tabula Rasa gemacht werden, sie beim Schneiden von den Hecken, sie beim Mähen, Menschen wie Renner und anderes. Wir brauchen dafür mehr wie Naturschutzsyndikator, die zwar flott und wichtig Naturschutzprojekte verwirklichen, aber sicher nicht können für den gesamten Naturschutz sorgen. Wir brauchen aber einen Naturschutzgedanken an einer gesamten Landschaft. Geld allein möchte kein Naturschutz. Dafür bis den 1. Oktober dürfen nur keine Hecke mehr an der Grenzzone geschnitten gehen. Es ist also nur ein bisschen Zeit, um zu gucken, ob ich nicht für die nächste Hecke-Saison heute in eine Richtung kann gehen. Ein bisschen mehr als heute schon ganz viel, nämlich ein bisschen mehr Natur.